Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon nicht Mystery Dungeon Smaragd Randomizer Challenge. Ja, ich denke, viel zu sagen gibt es nicht wirklich. Es geht jetzt in der dritten Arena weiter mit meinem derzeitigen Team. Für die, die es nochmal sehen wollen, hier habt ihr es. Das ist ein VM-Sklave. Eigentlich ist an der Stelle ein Dodu auf 20. Eponym ist in der letzten Folge erst dazugekommen. Ja, weil das Projekt jetzt nach einer halben Ewigkeit mal wieder weitergeht. Ich kann nicht reden. Und nein, den Fehler mache ich nicht nochmal. Komm, du darfst mal kämpfen. Ich werde es instant auswechseln. Ich mag leuchtende Sachen. Ich hab nur... Watson hat mich trainiert. Meinst du jetzt den von Sherlock Holmes? Okay. Da bin ich gerade froh, dass ich Eponym vorgestellt habe. Du, Fanda, schockst einfach mal das Ding. Und du haust eine Glut auf Parasect. Ja, okay, Eis ist hier jetzt nicht... Oh, fuck you. Oh. Oh. Ja, kacke. Jetzt habe ich die Glut da drauf gehauen. Du tackelst das Ding weg. Du wirst ausgewechselt gegen... Fragezeichen, man. Warum wechsle ich eigentlich ein Flug-Pokémon ein, wenn der Typ die ganze Zeit Donnerblitze spam? Eher gesagt Donnerschock. Ist nochmal ein Unterschied. Machen wir es so. Das macht ja gar nichts. Das war leicht stärker. Diese Paralyse! Halt. Nein, nein, stopp. Taktisch gesehen ist es das Schlauste, so zu machen. Halt. Ich sagte halt. Okay, das macht nichts. Ich glaube, Quick Attack ist trotzdem, ja, stärker. Bevor es zum Arenaleiter geht, sind mir ein bisschen viele Paralysen in meinem Team. Warum habe ich die jetzt zweimal geheilt? Ich bin komisch. Sehr schweres Rätsel bei... Gott, bin ich blöd. Was tue ich gerade? Das bleibt so... Was ein schweres Rätsel. Da ist der Arenaleiter. Bleibe ich bei Steckdose als Lead? Nee, ich gehe auf Eponym. Ich hab meinen Plan aufgegeben, die Stadt zu konvertieren. Also hab ich ein tolles Rätsel in meiner Arena gemacht. Was machst du hier? Wie? Du hast dieses überaus schwere Rätsel gelöst? Das ist toll. Ich bin Watson. Schön für dich. Kannst du auch was außer komisch labern? Okay. Ich bin zufrieden mit meinem Lied. Aber das Level vom Gegner ist mir unsympath. Ah, danke, dass du meine Glut verstehst. Ich mach einfach null Schaden. Oh nein, und ich hab... Warum habe ich eigentlich in die Arena den VM-Sklaven genommen? Oh, ich bin schon dumm, ne?
Ich habe zu lange kein normales Pokémon mehr gespielt. Ich nehme den VM-Sklaven mit in die Arena. Und hab dann... Oh, fuck. Elektro. Du, würde ich sagen. Warte, das ist ja gar nicht Poison Powder. Ach, warte, in der Gen kann man doch auch noch Elektro-Pokémon paralysieren, oder nicht? Nee. Ja! Der Typ macht's mir nicht leicht. Junge! Ernsthaft? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine so wirkliche Ahnung, was ich... Okay, er ist tot. Und ich krieg noch eine Paralyse. Oh, Flug! Das benutze ich eh nie. Kabutops, Wassergestein. Ich denke, das sicherste ist es... Alter. Mein Team ist ziemlich down. Oh, scheiße, Track. Scheiße, Günther ist weiblich. Ich sehe jetzt erst, dass Günther fucking weiblich ist. Und ich sehe, dass ich einen Supertrank brauche. Ohne Wenn und Aber. Jetzt greif an! Ein Crit. Ich hoffe, ich habe Revive da. Fuck. Ich glaube, ich verliere das. Oh Gott. Okay, das war's. Oder? Der Typ ist dumm. Nein, Paralyse. Als ob ich jetzt so verliere. Das war sein letztes Pokémon. Also, womit hatte er geleadet? Um das jetzt mal... Ach, stimmt, aber... So. Ja, schön. Beim Arenaleiter verkackt. Bin wieder da. Weil, dieses Mal hast du eine Pflanzenattacke, was die ganze Situation gleich deutlich verbessert. Das Ding spielt offensichtlich nicht auf Elektroattacken. Ich werde natürlich wieder... Es ist lächerlich, diese Paralyse. Dieses Ampharos wird mich schon wieder zerstören. Wie genau habe ich das letztes Mal getötet? Okay, es ist vergiftet. Okay, das war's. Okay, 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 okay. Kabutops hat eine 4... Ach, war das... Das war letztes Mal doch nicht das letzte Pokémon. Das macht's deutlich besser, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist nur freie Heilung für mich. So. Dann, was ist das letzte? Stampfer. Ja. Auf jeden Fall... Das ist ein...
Das ist schon besser als Tackle, ne? Oh. Einen Blitz brauche ich aber. Ne. Leider kein Platz. Granbull hat er noch. Komm, Günther. Du bist stark genug. Oh, der ist hochgelevelt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das Ding kann ich wieder zerstören. Ja, Paralyse. Digga, das Ding kann mich wieder zerstören. Der hat eine Zitrusbeere. Was ist falsch gelaufen? Hallo, du bist paralysiert! Vergiss es. Der Typ ist paralysiert und trifft 100 von 100. Der trifft jeden Hit. Jetzt mal im Ernst. Wie oft in Folge hat der gerade getroffen? 6 oder 7 Mal, wenn nicht öfter. Hat der gerade getroffen, obwohl er paralysiert war. Sag mal. Dieser Arena-Leiter ist ja broken. Ja, das Ding ist jetzt kein Problem mehr. Das Ampharos. Nee, ich bleib erstmal wieder hier. Oh. Der Typ spammt halt hier nur seine. Jawohl. Reicht das zum Kill? Nein. Sehr schön. Ja. Setz Pflanzi. Da teile ich direkt wieder. Er nimmt nochmal Super Potion, was total dumm ist. So, komm. Ich habe fast ein gesamtes Team. Nur gegen dieses Granbull. Digga, das Ding ist halt fucking broken. Jetzt ist es paralysiert und hat eine doppelt gesenkte Genauigkeit. Zurückgeschreckt. Verfehlt. Trifft paralysiert natürlich. Flinch, Flinch. Und tot. So. Alter, das war wieder ein harter Brocken, der Arenaleiter. Den habe ich echt unterschätzt. Ja, jetzt nimm halt, oh, Shockwave. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was genau, wie genau war Shockwave die Wirkung? Trifft immer 60 Damage. Und was ist so die Stats von... Hä? ...40 kann paralysieren. Nee, da ist das... Das riecht schon nach einem Tausch. Steckdose ist auch so im Moment eins der Pokémon, die ich am wenigsten aus dem Team auswechseln würde. Deswegen kann ich da ruhig auch TMs benutzen. Das will ich eigentlich schon gerne mitnehmen. Dann Route 111.
Doppelkampf. Wen habe ich an zweiter Stelle? Oh. Ach, Fragezeichen, man, gut. Du Shockwaves mal das Slow. Oh, das ist ein One-Hit. Sehr gut. Eponym kriegt ein Level ab. Eine Sache übrigens. Eponym ist im Man. Ist inzwischen schon verdammt hochgelevelt. Den kriegt wieder Steckdose. Also. Da liegt. Alter, wer ist das? Hi. Wally. Alexia. Ach, jetzt. Die werden jetzt erst getriggert. Nidoqueen und Maskeregen. Oh Gott. Also, das Maskeregen bekommen wir locker weg. Das ist, denke ich, kein Problem. Ja, das war klar. Ey, das Nidoqueen ist ja auch nicht gerade stark. Nur die Vergiftung ist halt... ne, sehr nötig wieder. Natürlich habe ich nichts. Willst du mich verarschen? Ich habe absolut nichts gegen Vergiftung. Das war nötig. Hier bin ich. Trainerhügel-Eingang brauche ich nicht. Ah, hier. Das ist so eine Familie, in der jeder kämpfen will. Und, ja. Was sagst du, dass du unsere Familie in einer Reihe Kämpfe bekämpfst, ja? Das ist der erste. Landtouren als Lied. Fragezeichen, man, ist da, denke ich, in Ordnung. So, tot. Aber Fragezeichen, man, ist fucking overleveled. Das ist ein Austoss. Oh, scheiß Schutzschild. Und tschüss. Oder? Nee, war das 696. Das hat nicht so viel mit 69, leider. Okay, doch. Die ersten zwei Ziffern sind 69. Ey, hier ist ein starker Trainer. Hä, bist du... Du bist jung. Du musst gut sein, also... Okay. Leider kann ich jetzt Fragezeichen mehr nicht mehr von der ersten Stelle tun. Alter, das Ding sieht irgendwie creepy aus. Boah, bist du stark. Wow, ich verstehe nicht, wie du so stark sein kannst. Ja, der ist echt stark. Du bist stärker als Mami. Wer ist das nicht? Oh nee, wenn sie auch stark sagt, heißt das nichts Gutes. Lol, drei Pokémon. Ich merke schon. Wirklich verdammt broken hier. Diese ganze Familie, absolut krass. Ich habe gerade leider keine Ahnung, welches Elektro-Pokémon das genau ist, aber egal. Ich rechne, ja, genau damit. So, ein bisschen Essen. Dann fehlt normal nur noch... Wow!
Da lasse ich mal wen. Hier, Eponym. Ihr seid ja echt eine krasse Familie. Ihr seid so stark. Oma. Oh, jetzt kommt die Oma. Du hast meine Enkelin traurig gemacht. Jetzt hau ich dir in die Schnauze. Ja. Kannst du wenigstens was? Ein Pokémon. Oh. Das ist aber ein gutes Pokémon. Ich sehe nur ein Problem an der Sache. Willst du mich verarschen? Du hast keinen Swag. Ja, schön. Mich paralysieren, mich verwirren, wenn ich richtig gesehen habe, meine Genauigkeit senken. Alles dafür, dass du bei meinem ersten Angriff tot bist. Glückwunsch. Steckdose kriegt noch ein Level. Tja. Du hattest wenigstens ein gutes Pokémon. Ich komm mal rein. Was gibt's denn hier? Ja, die haben hier noch einen Sohn. Der ist in der Siegesstraße. Das versteckt sehr effektive Attacken, soweit ich weiß. Wen könnte ich denn das geben? Also ich hoffe, das war jetzt das. Ah, nee. Promotes Growth. Sagt mir gerade ehrlich gesagt nichts. Dich habe ich noch nicht rausge... Ah, nee. Hä, was? Du hast gegen diese Keks verloren. Raus aus meinem Haus. Hier, ich wusste, dass ich hier Rock Smash brauche. Und in dem Stein versteckt sich ein Ponyta. Ist klar. Ich kann wieder switchen. Gegen Paralyse müsste ich was haben. Ich hatte doch hier so eine... Nicht eine 5. Und ich bin dafür, dass jetzt Eponym mal richtig kämpft. Du hockst die ganze Zeit rum und machst nichts. Wenn du deine Pokémon nicht trainierst, dann wird's schwer zu gewinnen. Yay, hier sind Reporter im Doppelkampf. Jetzt ist ja doch wieder Fragezeichen, wer da... Der Typ ist echt zu overlevelt inzwischen. Ja, ich bleib dabei. Ich hätte vielleicht... Okay, hat trotzdem geklappt. Ja, klasse Trainer. Wer bist du? Also wir reisen überall und interviewen Trainer. Nein. Oh. Ja, ein Trainer. Weißt du eigentlich, dass du ein Lauch bist? Leider Normalflug, auch wenn's Lauch dabei hat. Das heißt, damit meine ich jetzt, das hat nichts mit Pflanze zu tun, auch wenn man es vielleicht denken könnte. Voltenso, was mache ich da? Da will ich auf jeden Fall nicht drin bleiben. Hier, du bist für Elektro-Pokémon, denke ich, so am besten. Oh, diese Paralysen in dem Spiel. Das war's mit dir. Ich lasse die Paralyse jetzt mal. Seine Pokémon oder sein Pokémon, hat er gesagt, ne? Er hat ein einziges... Mal ernst, die Trainer sind fucking schwach, kann das sein? Ich glaube, diese Randomizer ist sehr geskriptet. Deswegen habe ich langsam das Gefühl, dass wir hier gar keine normalen Trainer wirklich antreffen können, die gescheit was drauf haben.
einen Hundemon gäb's. Ja, aber mit meinem Eponym brauche ich das nicht. Ich will mal kurz gucken, was hier so rum... Oh, das war schlau von mir. Ich habe keine... Ich weiß, dass das Ding theoretisch stark sein kann. Aber ich hab's. Level 22, Steckdose 23. Steckdose will ruckzuck. Das hat hier sogar noch eine höhere Stärke als Tackle. Nee, da bleibe ich drin. Ich habe ja auch eins gefangen in meiner Box. Zünden wir es an. Ich wechsle dann auch mal wieder das vorne stehende Pokémon wegen keinen Bock auf heilen. Jo, ein Kamerup. Das wäre natürlich auch ein nices Feuer-Pokémon. Na, sorry. Ist mal wieder früher Morgen, wie oft, wenn ich aufnehme. Ah, stimmt, das Ding ist ja auch Typ Boden. Das ist sehr riskant, ich weiß. Nein! Jetzt ist es vergiftet! Nee, warte, scheiße, ich darf doch... Dann wechsle ich auf dich. Ich wollte gerade einen Trugschlag raushauen, aber das ist ja komplett blöd. Wegen der Vergiftung. Der wäre dann ja tot. Ich glaube kaum, dass ich das Ding bekomme, um ehrlich zu sein. Einmal, zweimal, drei. Alles klar. Kamerup ist halt schon nice, würde ich gern mitnehmen. Das Traurige daran ist, ich gebe mal keinen Spitznamen. Das Traurige daran ist, wir alle wissen, was die einzig logische Folgerung ist. Wer bist du? Wir alle wissen, was die einzig logische Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann, das Pokémon mitnehmen zu wollen, ist. Erst in der letzten Folge dem Team beigetreten. Sonnenstein hat das Ding. Tja, erst letzte Folge beigetreten. Diese Folge auch nur wenig gekämpft. Und schon bist du aus dem Team fürs Erste raus. Hier unten tue ich mal die hin, die ich vor allem auch aktiv benutze oder benutzt habe. Ich kann ja mal gucken, vielleicht nehme ich Eponym nochmal mit, wenn ich gerade keinen VM-Sklaven einpacken muss. Ja. Du bist Level 14. Halt. Das Item will ich nehmen. Das Item hier will ich auch nehmen. Und jetzt dir geben. Warte, mir fällt gerade nur eine Sache. Nee, oder? Ah, ich wusste gerade nicht, ob sich für... Ich kenne mich mit Roselia nicht aus. Ob sich das zu Roserade entwickeln kann, wenn man ihm Sonnenstein gibt, wusste ich nicht. Ich sollte mir vielleicht auch mal angucken, was so das Moveset von dem Ding ist im Moment. Boah, geht schlimmer auf jeden Fall. Ich hab hier Bock noch am kleinen bisschen zu machen. Kein Encounter, sehr schön. Du da, komm her. Guckt euch das an, ist so. Mann, warst du stark. Richtiger Larry. Ein Berg. Ich guck noch mal wegen Encountern, was es hier sonst noch geben würde. Pummeluff ist jetzt
In Smash Bros. Ist es ganz cool, aber... Warum sind eigentlich die meisten Pokémon rot, habe ich das Gefühl. Ja, hier gibt es ein paar ganz coole Mon, aber mit Kamerupt habe ich, denke ich, schon so das Beste geholt. Dann... Oh, drei Pokémon. Ich treffe ständig deine Weiterentwicklung. Was denkst du, kannst du ausrichten? Bei dir wäre es halt noch cool, wenn dein Moveset ein bisschen besser werden würde. Boah, und ich wünschte, dass sie... Da hätte ich eigentlich schon fast Kamerupt benutzen können, um ehrlich zu sein. Man, natürlich macht's. Tötet sich selber. So, Level 15 für Kamerupt. Willst du mich verarschen? Hier dürfen wir nicht durch. Ah, scheiße. Endivie und Meganie, weiß ich. Was war das Ding dazwischen auf Deutsch? Lorblatt. Und, weißt du was? Kacke. Ja! Der wechselt einfach, der Ehrenlose. Auf den Turtok, da hast du. Ich hab... Ja, er hat wirklich nur zwei. Ja, Kamerupt kriegt noch ein Level. Das Problem. Poison. Und Kamerupt ist tot. Ja, damit ist es bestätigt. Ein Glück, dass ich die Challenge nicht mehr spiele. Ich hatte das, als ich noch auf Challenge gezockt habe, ja auch mal überlegt, ob das Gift in dieser Generation töten kann, außerhalb von Kämpfen. Und ja, das kann es. Und Eponym ist wohl Kleinsteinersatz. Hier nochmal durchrennen. So. Und damit komme ich in eine sehr unnötige Höhle. Voll heißer Weg oder so, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Was gibt's hier? Gibt's hier nur... Sorry, das Viech... Macht ja gar nichts. Okay, das war schon der letzte HP. Also, wenn ich das Ding bekommen kann, dann jetzt. Aber das halte ich ehrlich gesagt für sehr unrealistisch. Ich meine, bei Kamerupt war es schon unrealistisch. Hallo, ich bin's, Dekoration. Junge. Ich bin hier die größte Deko. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann ein PC wiederkommt, also Pokémon Center. Ich hoffe einfach, es dauert nicht so lange. Bloß ist dann wieder die Frage...
Da würde ich sagen, Despota nimmt dann diesen Team-Slot ein. Auf dem derzeit keiner ist. Außer eben hier der VM-Sklave. Das hört sich, finde ich, ziemlich schlau an. Ja, ich gönne euch heute. Oh, du bist natürlich auch cool, aber nein, danke. Daneben kein Doppelkampf. Mann, bist du stark. Ui, tot. Was bist du noch? Oh, Fischstäbchen mit Salat. Oh, du bist nicht geheilt. Kamerup, du schaffst das. Jawohl. Das ist schön. Mann, alles, das ich gegen... Hier, komm, ein Hit, überlebst doch, oder? Kriegst nicht mal einen ab. Das ist Mag 9. Das dürftest du schaffen, oder? Ach, das ist sogar erst Pfiffchen. Mag 9 wäre ja noch 111, aha. Ah, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Wüste. Oh, Walross. Totes Walross. Maskeregen kannst du auch holen. Ja, Steckdose macht sich schon als gutes Teammitglied bezahlt. Ah, scheiße, ich habe an Flurmel gedacht. Das Ding ist Typ Boden. Mich doch verarschen. Das hätte ich auch direkt machen können, ne? Ja. Ich würde sagen... Ich hau mal eine Runde Heilung raus. Habt ihr gesehen, wie viele Leben Fragezeichen Man hat? Ich hab Zerschneider, oder? Nee, hab ich noch nicht mal. Ah, ich bekomme eine Beere. Sinelbeeren auch immer gute Sache. Route 113 ist da lang. Was ist hier? Ach, hier kann ich mich heilen. Und gerade eben habe ich eine Runde Tränke. Gerade eben habe ich eine Runde Tränke rausgeballert. Sehr gut. Ninjas. Keine Chance. Diesmal sogar höher gelevelt. Sehr gut. Ehrenkammer ruppt. Nein, nein, ich wollte drin bleiben. Ja, Kamerup ist inzwischen auf. Oh. Könnt ihr mal aufhören, alle meine Nummer zu wollen? Ah, nach der Route kommt die nächste Stadt. Flemli gibt's hier. Man sieht hier das voll cool mit dem Staub. Oder Geradax, nicht gerade die besten Encounter. Da war mir der Vor... Oh! Also heute die Encounter, die wirklich was sind, die sind was.
Das habe ich gerade nicht gesagt. Das schneide ich raus. Wer hier noch dran ist, schreibt jetzt mal den Hashtag die Encounter, die was sind. Die sind was in die Kommentare. Alter, ist ja auch verdammt spät inzwischen. Also eine verdammt lange Folge. Ich denke, nach diesem Kampf hier reicht's jetzt auch mal. Und wenn das Ding auch noch jetzt drin bleibt, das ist... Ja. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, mich wundert's, dass Despotar so